Was man uns nie beigebracht hat, sind unsere Gefühle als Botschaften unserer Seele zu erkennen und sie zu verstehen. Den Aborigines zum Beispiel bringt man im Alter von etwa 18 Monaten bei, wenn deine Seele dir eine Botschaft schickt, dann macht sie das in Form von Gefühlen. Und dann gibt es nichts Wichtigeres, als dich zurückzuziehen und dieser leisen Sprache deiner Seele zu folgen, diese Botschaft zu erkennen. Wir sind aufgrund verschiedener Gegebenheiten so sehr dazu konditioniert, unsere Gefühle zu unterdrücken. Eines der Gründe, warum es da so verschiedene Krankheitsbilder auch gibt. Aber da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Für mich sind das eh Disharmonien, keine Krankheitssymptome. Es ist ja nichts anderes als die Sprache der Seele, die uns über den Körper Botschaften schickt. Hey, schau hierher, da gibt es Dinge in deinem Leben zu korrigieren. Aber ein anderes Thema. Wenn man uns beigebracht hätte, auch ähnlich wie den Aborigines, wenn deines oder überhaupt mal grundsätzlich, dass die Seele über die leise Sprache von Gefühle mit uns kommuniziert. Und wenn ein Gefühl aufkommt, dann gibt es nichts Wichtigeres, als dass du dich zurückziehst und dieser leisen Botschaft deiner Seele folgst, beziehungsweise sie überhaupt erkennst, um ihr zu folgen. Dann hätten wir vermutlich ein bisschen ein anderes Leben oder der Lebenslauf wäre bisher anders gewesen. Es ist ja aber nie zu spät. Jetzt ist immer der richtige Zeitpunkt, um etwas zu erkennen. Das heißt, dazu würde ich dich einladen. Wie viel mehr kannst du mal dich darin üben, die Sprache deiner Seele zu erkennen, diese leise Sprache deiner Seele, die in Form von Gefühlen mit dir kommuniziert, die in Form von Gefühlen, von Gedanken, von Ideen auch Botschaften schickt. Und denen gilt es dann zu folgen. Das ist im Grunde genommen wie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in das freie Leben oder in das Leben, von dem du schon so lange träumst, wo du das Gefühl hast, irgendwie muss mehr in meinem Leben möglich sein. Und das beginnt mit den Botschaften, die deine Seele dir schickt in Form von Gefühlen. Das geht natürlich auch damit einher, dass man tagsüber sich darin übt, achtsamer zu sein. Achtsamer zu sein dahingehend, um überhaupt auch, oder auch nicht nur achtsam, sondern auch präsent zu sein, um überhaupt diese Botschaften der Seele wahrzunehmen. Mit dem Präsentsein, was hat's damit auf sich? Du kannst dir das so vorstellen, dass unsere Seele ja auch ständig mit uns kommuniziert. Nur wenn wir nicht da sind, wenn wir nicht präsent sind, wie beim Briefträger, wenn der dir einen Brief bringt und du bist nicht da und machst die Tür nicht auf, naja, dann wirft er den Brief in den Briefkasten. Ob du da aber reinschaust und den Brief rausfischst, das ist deine Entscheidung. Und genauso machen wir es, wenn wir tagsüber bei dem, was wir gerade machen, nicht präsent sind, sondern schon wieder in der Zukunft verstrickt oder in der Vergangenheit verstrickt, dann nehmen wir diese Botschaften von der Seele auch nicht wahr, weil wir einfach nicht da sind. Ja? Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, um wirklich mehr bei dir selbst anzukommen und den Plan deiner Seele auch zu erkennen, zu entdecken, diese Botschaften, die deine Seele dir da schickt. Wie viel mehr kannst du es dir erlauben, diese Botschaften wirklich zu erkennen und wahrzunehmen und ihnen vor allem auch dann zu folgen? Weil das ist ein nächster wichtiger Schritt, nur die Botschaft zu erkennen, also nur den Plan klar zu haben, dann darf es hingehen. Aber nicht zu folgen ist genauso wie wenn ich mich in ein Auto hocke, in den schicksten Sportwagen, fahr nicht los oder fahr nur im ersten Gang los. Ja, dann dauert es natürlich auch eine gefühlte Ewigkeit, bis ich von München nach Hamburg gefahren bin, beziehungsweise da auch ankomme. Ja, also erkenne die Sprache deiner Seele, erlaub dir, ihr auch zu folgen und was natürlich auch geschickt ist, was die Abkürzung ist, um von München nach Hamburg, um es jetzt metaphorisch auszusprechen, wirklich zu kommen, ist, dass du ganz bei dir selbst ankommst, dass du wirklich deine wahre Kraft, Größe, Stärke, Energie mal wirklich wahrnimmst, spüren kannst und mal diese Macht und diese Kraft mal wieder wahrnimmst, die in dir verborgen ist. Das ist zum Beispiel etwas, was wir in Divinity machen.
wo wir an deiner Seite sind, wo wir uns regelmäßig auf Zoom sehen und da ganz tief in die tiefsten Ebenen deines Seins eintauchen, dass du so viele Wow-Effekte hast und mal wirklich spürst, wow, das macht mich aus. Und da natürlich ganz viel Kraft auch zu schöpfen und noch mehr die Sprache deiner Seele wahrzunehmen und dann ganz klar weißt, in diese Richtung geht's weiter. Schau dir unbedingt da die Webseite an, wo du mehr Informationen zu findest zu Divinity. Ich poste dir hier den Link nochmal in der Nähe von dem Video oder schau in der Bio, da findest du es auch. Und ja, trau dich da einen Sprung zu machen in Divinity, damit wir gemeinsam an deiner Göttlichkeit, an deiner Größe, an deiner Stärke und an der Sprache deiner Seele da wirken können, damit du da in die Richtung gehen kannst, wo die Reise für dich nach dem Plan deiner Seele auch hingehen darf. In diesem Sinne, wir freuen uns auf dich in Divinity. Schau es dir an, folg dem Impuls und trau dich da zu springen. Bis dahin, ciao, ciao.